sage, guten Morgen, ihr Lieben, wir starten gleich, wir warten noch einen kleinen Moment, bis die Zuschauer alle da sind und dann geht's los. An diesem eisigen Donnerstagmorgen. So, ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Donnerstag. Es ist eisig kalt. Wir haben tatsächlich minus 5 Grad. Man friert sich den Finger ab und das, obwohl hier Handschuhe da sind. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Wenn irgendwie mal der Ton weg sein sollte, schreibt das bitte in den Chat. Manchmal passiert es nämlich, dass ich den Lautsprecher durch die dicken Handschuhe so ein bisschen zuhalte. So, los geht's, Leute. Ich bin hier in einer verlassenen Schule. Genauer Ort wird natürlich nicht bekannt gegeben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wer die Schule erkennen sollte, den möchte ich bitten, keine Kommentare abzugeben, damit die Schule so ein bisschen, ja, geschützt bleibt. Denn leider gibt es hier auch ordentlich Vandalismus. Wir gehen aber am besten direkt jetzt, guck mal hier, ganz nach oben. So. Oh ja. Beginnen wir heute mal an der obersten Stelle. So, jetzt sind wir so in einem der ersten verlassenen Klassenräume. So. Moment eben. So. Oh, ihr Lieben. Kinder, es ist aber heute Morgen ganz schön kalt, sage ich euch. So. Ich liebe ja den Winter. Leute, vertragt euch bitte im Chat. So. Danke fürs Folgen, danke für die Geschenke. So, liebe Gudrun, lieber Joey, bitte im Chat schön vertragen. Es ist zu kalt zum Streiten. So. Hier gibt es aber auch wieder mal so ein richtig paar schöne Graffitis. Leute, es ist irgendwie heute Morgen, trotz Handschuhe, da kann man eigentlich nur noch hoffen, dass einem die Finger nicht einfrieren. Augenblick kurz. Ich muss mal eben hier den Handschuh wieder anziehen. Das Nervige ist, man kann die Kamera nicht bedienen mit Handschuhen. Viele von euch kennen das bestimmt schon. So. Danke für die Geschenke, danke fürs Folgen, Leute. Was ist das hier schon wieder, was hier im Weg rumsteht? Ja, hier haben sie wieder die Tür rausgerissen. Ja, hier steht noch ein schöner Tisch, aber ich habe irgendwie noch die Lehrerin nicht gefunden, Leute. Und die Schüler sind auch nicht da. So. Ja, guten Morgen zurück. Leute, wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Ach, hier liegt wieder mal überall irgendwas im Weg rum.
Ja, es ist natürlich immer schön, auf meinem Weg hierhin zu dieser verlassenen Schule habe ich eine neue Location entdeckt, Leute. Was das genau ist, kann ich noch nicht sagen. Ich habe das Ding eben gesehen. Ich werde mir das morgen mal angucken. Guten Morgen, Bobby. Und wenn das Ding zugänglich sein sollte, dann werde ich euch das am Samstag dann mal zeigen. Weil bei neuen Locations muss ich immer erstmal so ein bisschen die Lage checken. Wo ist der Eingang? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Fluchtweg, falls mal ungebetene Gäste kommen? So. Leute, bitte vertragt euch im Chat. Also hier gibt es noch ein paar Fenster, die heile sind, aber die kann man an einer Hand abzählen, Leute. So. Gehen wir mal die nächste Etage an. Ich hoffe, dass der Empfang so ein bisschen stabil bleibt hier, sollte aber eigentlich funktionieren, man weiß es aber leider nicht. So. Also ihr seht das ja hier auch mal wieder, ordentlich Vandalismus. Ich weiß nicht, es gibt kaum noch Gebäude, die man besucht, die nicht irgendwie zerstört sind oder abgefackelt wurden oder die Kabel irgendwie alle weg sind. Nicht nachvollziehbar. So, jetzt habe ich wieder hier. So. So, Leute. Danke fürs Folgen. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen. Teilen, 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 Leute. Das hier ist eine riesige Schule. Hier gibt es mehrere verschiedene Gebäude. Hier hängen noch ein paar schöne Gardinen am Fenster. Ich finde das immer schön, wenn man zumindest noch so ein bisschen erkennen kann, was es einmal war. Bei all der Zerstörung. Echt der absolute Hammer, die Location hier. So. Guck mal hier, kennt ihr das noch? Also als ich Kind war, war genau das an Toilettentüren zu sehen, Knaben. Das ist heute gar nicht mehr der Fall. Heute muss ja immer alles politisch korrekt sein. Ne? Ist ja leider so, aber früher war alles anders. Ne? Hier waren jetzt die Toiletten. Wenn man sich so diese Waschbecken hier anguckt, ne, da könnte man meinen, das ist ein Gefängnis. Wenn man sich so Reportagen aus Gefängnissen anguckt, da sehen auch die Toiletten und Waschbecken so aus. Nochmal der Hinweis an alle, die meinen, die müssten sich nicht benehmen. Es gibt eine Verwarnung, beim nächsten Mal gibt es eine Sperre. Das geht ratzfatz. Da gibt es gar keine Diskussion. So. Mal wieder rein. Obwohl es drinnen ja hol RTL, die können, nee, brauchen wir nicht. Ich glaube, die trauen sich hier gar nicht rein in das Gebäude. Hier wurde auch vor kurzem wieder mal Feuer gelegt. Ist noch nicht so lange her, leider.
Ihr seht das ja hier, ne? Überall haben sie alles kaputt gemacht, die Kabel geklaut, Rohre, Wasserleitungen, eben alles, was in Nino nagelfest ist. Es ist erstaunlich, dass noch ein paar Türen da sind. Guten Morgen zurück. Ja, hast du recht, ist eine Schule. Und ziemlich groß sogar. Aber ihr seht ja, hier muss man echt aufpassen beim Laufen. Ja, wem das nicht, ich sag nochmal der Hinweis, wer sich im Chat hier nicht benimmt, kriegt einen Freiflug. Und zwar endgültig. Wem es nicht gefällt, was ich mache, soll sich aus meinem Chat verziehen. Ne? Es wird keiner gezwungen, sich das anzugucken. So. Ja, es ist heute, also heute Morgen, als ich das Haus verlassen hatte, hatten wir minus 7 Grad. Also was wir jetzt gerade haben, weiß ich nicht, aber ich vermute immer noch minus 7 Grad. Ich weiß nicht, hier war damals, glaube ich, vielleicht der Hausmeisterraum oder sowas. Keine Ahnung, es ist einfach nicht zu erkennen durch den ganzen Vandalismus hier. Ach. Aber hier kann man noch erkennen, dass es mal ja eine Klasse war. Ne? Sogar eine richtig schöne kleine, kenne ich noch aus meiner Kindheit. Da waren die Klassen nicht so groß wie heute. Auf der Schule war ich auch. Du Scheiße, wie sieht's denn da aus? Tja, da kannst du mal sehen, ne, was so passieren kann. Oh, ja, nicht ärgern lassen, Leute. Wer sich nicht benimmt, ich habe das im Blick, der kriegt hier einen Freiflug. Das geht ratzfatz. Hier stehen auch noch ein paar Tische rum, sogar noch ein gut erhaltener Schrank, kaum zu glauben. Also der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Ich bin in Nordrhein-Westfalen in einer verlassenen Schule. Die ist ziemlich groß. Ja, vielleicht erkennst du ja noch, wenn du hier in der Klasse warst, ja, wo dein Sitzplatz war, ne? Wer weiß das schon. Die Schule steht seit, was war das jetzt, 2004 oder so was ähnliches, 2009, irgendwie so, 2009, 2010 müsste die jetzt leer stehen. Das ist schon ein paar Jährchen jetzt. Ich bin auch wirklich erstaunt, dass man hier überhaupt noch reinkommt. Vor kurzem wurde hier mal wieder Feuer gelegt. Da hat man eigentlich tatsächlich damit gerechnet, dass die das Ding vielleicht zumachen. Aber wenn man sich mal anguckt, wie groß das Gebäude ist und wie viele Zugänge es gibt, ist das scheinbar nicht mehr so richtig möglich. Ne? Guckt euch das an hier. So sieht es halt aus, wenn Kabeldiebe unterwegs waren und Krawallmacher. Also was genau hier das für eine Schule war, sage ich euch gerne kurz vor Schluss. Weil ich natürlich auch nicht immer so genau weiß, wer da alles zuschaut, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Und nochmal der Hinweis, wer dieses Gebäude erkennt, bitte nicht in die Kommentare schreiben. Orte werden nicht bekannt gegeben. Echt traurig, was aus diesem Gebäude geworden ist. Das sieht nämlich von außen echt schön aus. Aber wie gesagt, hier gibt es ein paar schöne Graffitis, wie das hier zum Beispiel. Da hat sich der Künstler richtig Mühe gegeben, das finde ich gut. Ja, und nicht vergessen, Leute, wenn euch dieses Live gefällt, bitte teilen und liken. Ganz wichtig. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Aula. So richtig zu erkennen, dass das mal eine Aula war, ist es leider nicht mehr. So.
So, hier war damals die Aula der Schule. Jetzt blendet so ein bisschen die Sonne. So. Aber ich denke, ihr könnt ja trotzdem halbwegs alles erkennen. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit mit der Aula, mit Veranstaltungen und sowas. Ne? Kurz vor Weihnachten gab es in meiner Schule damals immer so eine Weihnachtsaufführung. Das war immer richtig lustig, wenn man da so Faxen machen konnte und die Lehrer dabei ärgern konnte. Ne? Schon. Nee, also wer der Künstler ist von diesem schönen Graffiti, weiß ich leider nicht. Manche hinterlassen ja ihre Tags, so wie Mr. T. Ich weiß gar nicht, ob der hier schon war. Einige Locations, die ich besucht habe, da war der schon und hat sein Graffiti hinterlassen. Aber hier habe ich noch keins gesehen. Aber das ist bestimmt, da kommt bestimmt noch was. Ja, die Aufführungen waren immer am besten, ja. Ja, man soll ja auch Spaß haben dabei, ne? Ja. Guckt euch das mal an hier, das ist echt zum Kotzen. Echt, ich kann es nicht nachvollziehen. Vor allem die ganz alten Fenster hier. Leute, so. Gehen wir mal nach oben, können wir die Aula noch mal von der Bühne aus sehen. Ja, der letzte Rest vom Schützenfest. Einfach schade. Da hinten sind sogar noch eine Glühbirne oben drin. Kaum zu glauben. Was ist das? Das hier ist die Aula einer verlassenen Schule. Leider ziemlich ramponiert, weil die Krawallmacher ja keinen Respekt haben, wie man ja bekanntlich weiß. Glaube ich auch noch eine schöne kleine Treppe. Dann nehmen wir jetzt mal die hier. So. Schade, 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 Leute, was aus dieser schönen Schule geworden ist. Ja, aber das Problem ist einfach, das ist nicht nur hier das Gebäude, das so abranzt, sondern es gibt so viele Lost Places, die leider so aussehen. Weil es halt immer wieder Leute gibt, die vor nichts Respekt haben und alles kaputt machen müssen. Ihr seht das ja hier. Guckt euch das mal an. Das ist nicht nachvollziehbar. Ich habe nichts dagegen, wenn hier schöne Graffitis an die Wand gemalt werden. Das verschönert das Gebäude, wenn die Graffitis klasse sind. Aber irgendwie diese Zerstörung, ich weiß es nicht. Hier, alles, alles geklaut. Als ich das erste Mal hier in dieser Schule war, Leute, da war die Turnhalle noch halbwegs in Ordnung. Vor 2 oder 3 Wochen, ist das jetzt ungefähr her, wurde die Turnhalle in Brand gesetzt. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Warte, ich muss nur mal eben meine Maske aufziehen, weil hier stinkt es immer noch extrem nach Feuer. Und es gibt, müsst ihr mal gucken, bei mir auf YouTube und auch auf TikTok, diese Turnhalle, bevor die angezündet wurde. Also hier haben sie das Feuer gelegt. Hier und da hinten in der Ecke. Und ich sehe gerade, Mr. T war auch schon hier. Da ist sein Tag. Guckt euch das mal an. Hier wurde auch das Feuer gelegt. Die Feuerwehr war hier die ganze Nacht im Einsatz. Einfach schade und nicht nachvollziehbar, warum man sowas machen muss.
Weil ich kenne diese Turnhalle noch. Ich meine, Vandalismus gab es hier schon, ganz klar. Aber das hier war vor ein paar Wochen eben noch nicht. Es ist einfach zum Kotzen. Ich kann den Leuten tatsächlich nur wünschen, wenn man die erwischt, dass die für viele Jahre hinter schwedische Gardinen verschwinden. Denn sowas hier, ne, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ihr müsst euch die Turnhalle mal angucken. Auf meinem TikTok-Kanal, als ich das erste Mal hier war, vor, ich glaube, 2-3 Monaten, da war ich das allererste Mal hier, da sah das hier ganz anders aus und vor allen Dingen hat es hier noch nicht gebrannt. Und das ist nicht die erste Schule. Ich war ja schon mal mit dem lieben Micha von der Lost Place Hunter Crew in einer anderen Schule, da haben wir tatsächlich einen Feuerteufel, beziehungsweise sogar zwei, auf frischer Tat erwischt. Da hat Herr Michael das Feuer ausgemacht und ich die Bekloppten versucht zu bekommen, aber war nicht möglich. Die sind weggelaufen, als sie uns gesehen haben. Könnt ihr euch angucken. Das Video gibt es bei TikTok und YouTube zu sehen. Es ist einfach traurig, sowas. Danke fürs Folgen, danke für die Geschenke. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. So Leute, hier geht es jetzt in die Duschen und zur Schwimmhalle. Hier geht es jetzt in die schöne Schwimmhalle. Die sah auch mal ein bisschen besser aus. Jetzt haben sie mittlerweile da hinten die Scheiben eingeschlagen. Das war beim ersten Mal auch noch nicht. Da war das noch zu. Aber ich kann euch sagen, Leute, hier hat mal wieder einer vergessen, den Swimmingpool zu reinigen und das Wasser einzulassen. Eigentlich wollte ich ja jetzt eine Runde schwimmen gehen, damit mal wieder es mir ein bisschen warm wird bei der Eiseskälte, aber ihr seht, der Hausmeister hat sich aus dem Staub gemacht. Dem ist es bestimmt zu kalt. Ne? Schaut euch das mal an hier. Also ich schätze mal, 2 Meter war das Wasser, mehr war das hier nicht. Ne? So die typische Bank, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ne? Da durfte man sich dann hinsetzen, bis der Lehrer gesagt hat, was man eben mal machen soll. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ne? Da will man mal eine Runde schwimmen gehen und dann kommt man in die Schule und was findet man vor? Gar nichts. Guckt euch das an. Ich dachte eigentlich, hier ist jetzt schön Wasser drin. Der Hausmeister hat alles vorbereitet und stattdessen haut der einfach ab. Und reißt sogar noch hier alles ab. Nein, Spaß. Ich glaube, der Hausmeister, wenn der das hier sehen würde, der hier damals in der Schule tätig war, der würde sich, ja, der könnte nur noch den Kopf schütteln. Ne? Leute, wenn euch das live gefällt, genau, bitte teilen und liken. Ganz wichtig. Kalt ist gut, es ist eisig kalt. Heute ist ein Tag mit Minusgraden. Ich habe nichts gegen Winter, ich liebe den. Aber natürlich auf Lost Place, was hängt denn da oben aus dem, was hängt denn da aus dem Dach? Was haben die denn da wieder gemacht? Ach so, da haben sie eine Plane vom Dach gerissen. Ja, nur Bekloppte. Ja, na, Stühle. Gehen wir mal wieder raus aus der Schwimmhalle. Also, dass hier mal Duschen waren, kann man ja noch erkennen. Es ist halt nur nichts mehr davon da. Keine Duschbrause, keine Knöpfe, alles geklaut. Ich nehme keine Live-Anfragen an. Ist also sinnlos, ständig es zu versuchen. Jetzt gehen wir mal raus, dann zeige ich euch mal, hier ist nämlich noch mehr, noch mal einmal hier durch die Turnhalle, könnt ihr noch mal gucken hier,
auf das arme Ding. Ja, Mr. T war auf jeden Fall da. Sein Tag hängt auch hier. Hätte mich auch gewundert, wenn er die Schule ausgelassen hätte. Hier könnt ihr noch die Feuerwehrabsperrung sehen, die hier vor zwei oder drei Wochen ist das jetzt her, hier hingehängt wurden. Ja. Klettern wir hier mal durch. Da schwere ich wieder hier mit meiner Stiefelei. So. Hier ist noch mehr. Guckt euch das an. Die Schule ist riesig. Tatsächlich haben auch die Schüler hier auf dem Gelände gewohnt und die Lehrer auch. So. Hier war der Feuerwehrwagen, das könnt ihr glaube ich sogar noch sehen. Die haben ja hier von außen die ganze Nacht gearbeitet. Ist ja ganz schön tief hier eingesunken in den Morast. Jetzt ist das ja eh alles tief gefroren. Einmal klettern bitte. Dann gehen wir mal heftig. Ja. Hier haben tatsächlich die Schüler gewohnt und also hier hat keiner Feuer gelegt, hier hat jemand gegrillt. Hier hat nämlich bis vor kurzem so ein Obdachloser gewohnt und auch in einem Zelt, aber jetzt ist das einfach zu kalt, der ist auch weg. Und das Zelt hat er ja abgerissen. Es liegt da noch in ja, die restlichen Trümmer, die noch über sind von seinem Zelt. Ich glaube, das ist einfach jetzt auch zu kalt zum draußen schlafen. Der wird sich wohl irgendwas anderes gesucht haben. Leute, ich sehe gerade, hier wurde auch schon wieder Feuer gelegt. Ist doch nicht zu fassen. Das war doch vor einer Woche oder vor zwei Wochen noch nicht. Jo, hier haben sie auch schon wieder Feuer gelegt, Leute. Guckt euch das mal an. Kein Witz, das war noch nicht, als ich das letzte Mal hier war, war das noch nicht. Das gibt's einfach nicht, ne? Ja, hier, guckt euch das mal an. Das darf einfach nicht wahr sein, ey. Vielleicht ist das an dem gleichen Tag passiert, wo die Turnhalle da angezündet wurde. Oder vielleicht danach, ich weiß es nicht. Unfassbar, guckt euch das mal an. Das gibt's einfach nicht. Das ist doch der Gebäudeteil, wo noch die ganzen schönen Fußbälle und sowas lagen. Da war da so ein Schrank, da waren noch Fußbälle und Basketbälle und all sowas drin. Es ist nicht zu verstehen, ey. Ja, das sind für mich Schwerstkriminelle, die sowas machen. Aber man riecht es hier drinnen nicht mehr. Das heißt, das wird wohl bestimmt dann passiert sein, als drüben die Turnhalle gebrannt hat. Guckt euch das mal an hier. Wahnsinn. Ja Leute, ich gehe jetzt nicht hoch in die erste Etage. Es ist, glaube ich, besser, weil ich natürlich jetzt auch nicht weiß, ob das jetzt einsturzgefährdet ist durch das Feuer hier unten. Das lassen wir lieber und gehen mal raus ins nächste Gebäude. Zum Kotzen, ehrlich. Die Maske wieder ausziehen. So, da hinten sind noch mehr Gebäudeteile. Wo das ist, wird nicht bekannt gegeben. Eine verlassene Schule in NRW. Wow, da ist aber auch ein schönes Graffiti. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, ich darf das zeigen, ohne dass TikTok mich jetzt rauskickt. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich habe da nämlich gerade echt ein schönes Graffiti gesehen, Leute. So.
muss ich nur den Raum wiederfinden. Ich glaube, hier ist der Raum. Ja, doch, ich glaube, das kann man zeigen. Guckt mal. Klasse, ne? Ha, geile Location, muss man sagen. So. Also dieses Gebäude hier ist jetzt genauso geschnitten wie das, wo wir gerade drin waren, wo es gebrannt hat. Seht ihr ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier... Also ich gehe eher davon aus, dass diese Gebäude hier die Wohngebäude waren, wo die Schüler und Schülerinnen gewohnt haben. Ne, weil ich glaube nicht, dass das Klassenräume waren. Ne, auf keinen Fall. Dafür ist das einfach auch zu klein. Das waren hundertprozentig die Wohngebäude. Da hatten die Schüler ihr eigenes Zimmer und Dusche und Toilette gab es direkt dazu. Ja, das ist eine davon, ja. Ja, hier war dann das größere Badezimmer für die Schüler. Ja, hier wurde so einiges genutzt, ich weiß das, nach der Schließung. Aber jetzt steht es auf jeden Fall schon ziemlich lange leer. Es ist einfach nur schade, warum sowas nicht weiter benutzt wird. Die Häuser sehen ja von außen gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Also für mich einfach nicht nachvollziehbar. Jetzt gehen wir nochmal in den Raum mit diesem schönen Graffiti. Da mache ich nämlich jetzt noch ein Foto. Dann brauche ich nämlich nachher nicht nochmal über das ganze Gelände hier rennen. Ja. Wie gut. Für gut befunden. Jetzt machen wir erstmal ein Foto davon, Leute. Und dann gehen wir weiter. Ist echt erstaunlich. Trotz Handschuhe, Finger eingefroren. Na, jetzt versuchen wir aber trotzdem mal ein Foto zu machen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Trotz eingefrorener Finger. So, Leute, Augenblick. Dann wollen wir das doch direkt mal machen hier. So. Prima. Für gut befunden, Leute. Ich sag ja, es gibt Graffitis, die sind absolut geil. Die gefallen mir. So, jetzt ist mir auch noch der Handschuh runtergefallen. Das war jetzt nicht so gut. So, Augenblick, Leute. Jetzt wackelt ein bisschen das Bild. Ich muss die Handschuhe wieder anziehen. Sonst habe ich gleich gar kein Gefühl mehr in den Händen. Das wäre nicht gut. So. So, wackel. Jetzt geht's weiter. So. Ja, Leute, ihr seht das ja. Ne? Da hinten ist auch noch ein Schulgebäude. Das ist die Turnhalle. Dahinter in dem Gebäude waren wir jetzt drin mit der Schwimmhalle und den Schulklassen. Da vorne ist die Feuerwehrzufahrt. Da ist wohl auch die Feuerwehr reingekommen, als es hier gebrannt hat. Da ist auch noch ein Gebäude. Also jetzt gucken wir erstmal, wie wir da reinkommen. Ich glaube, wir müssen wieder durchs Unkraut stapfen. Ja, wieder durchs Unkraut. Der Vorteil im Winter ist, das Unkraut geht von alleine so ein bisschen zurück. Kann man also etwas besser laufen. Geh mal schwimmen, ging nicht. Wir waren gerade in der Schwimmhalle, der Hausmeister hat leider vergessen, den Pool zu füllen. Oh. Oh, Leute. Oh. Was schreibt ihr jetzt hier? Nee, Leute, also in der Nacht tatsächlich liege ich im Bett und schlafe. Also ich mache meine Lost Places tatsächlich lieber am Tag,
Es gibt natürlich Locations, da, so wie hier, da kann man das auch nachts machen, keine Frage. Aber es gibt auch Locations, da sollte man natürlich nachts dann mit der Taschenlampe so ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen dann, wenn Wohnhäuser in der Nähe sind. Es sei denn, es sind Locations, die ich kenne und weiß, dass die Anwohner das nicht interessiert. Aber gerade bei neuen Locations oder bei Locations, die schon gebrannt haben, sind die Anwohner vielleicht etwas wachsamer. Was ich sogar durchaus verstehen kann. Oh. Ich sehe ja noch ein heiles Fenster. Das ist ja echt kaum zu glauben, dass es hier noch ein Fenster gibt, das heile ist. Danke fürs Folgen. Wenn euch das live gefällt, Leute, bitte teilen und liken. Gerne auch den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Am Samstag werde ich euch mal eine Location zeigen, sofern die zugänglich ist, die ich nicht kenne, die ihr noch nicht kennt. Die habe ich eben auf dem Weg zu dieser Schule hier entdeckt. Das Problem ist, ich muss mir die erst angucken. Ne? Man weiß nicht, wie der Empfang ist da. Einen schönen Speedtest machen, gucken, ob man überhaupt reinkommt. Und wenn das der Fall ist, Leute, dann werde ich euch die am Samstag zeigen. So zwischen 10 und 11 wird es dann losgehen. Das ist so eine Fabrik. Wird auf jeden Fall lustig. So, guckt euch das mal an, das Gelände hier, wie groß das ist. Ne? Das ist echt schon der Hammer mit dem Ding hier. Schade um das riesige Gelände. Man hat seinen Blick dafür, Leute. Ne? Jeder Lost Placer weiß genau, wie man solche Gebäude erkennt. Das ist einfach so. Ne? Es gibt natürlich auch Gebäude, da kann man schon von außen sehen, an kaputten Fenstern zum Beispiel, dass es ein Lost Place ist. Ne? Wenn man die Gebäude sieht, dann merkt man sich erstmal, wo ist das Gebäude und gibt dann mal so ein paar Zusatzinformationen und versucht sich mit den Leuten, die in der Umgebung wohnen, zu unterhalten, um mehr darüber herauszufinden. Es gibt ja manchmal nette Leute, die einem alles erzählen über die Locations und leider dann auch erzählen, wann die Krawallmacher da waren. Wie jetzt in dieser verlassenen Textilfabrik, die ich euch mal gezeigt habe vor, wann war ich denn da? 3 Wochen? 4 Wochen? Ne? Da haben mir die Anwohner erzählt, dass die Jugendlichen am Wochenende vorbeikommen und da immer alles kurz und klein schlagen. So bekommt man dann auch Informationen über die Locations. Ne? Weil, ja, wenn man sich mit den Leuten, die um die Gebäude wohnen, vernünftig unterhält, kriegt man auch immer Informationen. Ne? Und ich bin ja jetzt auch kein Krawallmacher, sondern ich gehe hier hin, um euch das zu zeigen und Fotos zu machen. Und sehe auch nicht wie der typische Krawallmacher aus. Ne? Obwohl man sich ja nicht fragt, es gibt vielleicht auch Leute, die sehen harmlos aus und sind trotzdem Krawallmacher. Wer weiß das schon, ne? Ja, das kann sein, dass das jetzt 3 Wochen her ist. Die Textilfabrik werde ich bestimmt auch nochmal mit euch besuchen, keine Frage. Es gibt ja immer wieder neue Leute, die einem folgen und das noch gar nicht kennen. Also verpassen werdet ihr nicht. Es gibt aber auch alle Locations, die ich schon besucht habe, bei TikTok zu sehen, in Kurzvideos oder bei YouTube. Aber jetzt gibt es erstmal diese Location hier und dann machen wir am Samstag weiter mit einer schönen Location, die ich heute zufällig entdeckt habe. Da werde ich morgen hinfahren und alle Informationen mir darüber holen und Samstag zeige ich euch das dann. Morgen wird erstmal gecheckt, die Lage gepeilt. Wie ich das immer nenne. So. Die Lage checken und peilen. Vor allen Dingen muss man immer einen Eingang haben, Leute. Und einen Notausgang. Falls mal ungebetene Gäste kommen. Ne? Damit man dann den Hinterausgang nutzen kann. Ne? Hatte ich ja bis jetzt zum Glück tatsächlich nur zweimal, dass ungebetene Gäste kamen und wir den Rückzug antreten mussten. Beim ersten Mal war das richtig lustig, da hatten wir sogar Spaß dabei. Und beim zweiten Mal, ja, konnte ich mich ins Gebüsch setzen und einfach nur zugucken. Das war dann auch wieder lustig.
Ne, wenn die Herrschaften sich in dem Gelände oder auch dem Gebäude nicht auskennen, finde ich das immer wieder toll, wenn die dann mit der Taschenlampe rufen, hallo, kommen Sie bitte raus, und überhaupt gar nicht wissen, wo du eigentlich gerade bist. Ne, macht schon Spaß. Aber trotzdem möchte man solche Herrschaften erst gar nicht zu Besuch haben. Und wenn man sie dann doch mal antrifft, ja, dann muss man sich halt mit denen dann auch auseinandersetzen. Ne? Ist halt so. Aber kommt zum Glück wirklich sehr selten vor. Deshalb werden auch die Orte nicht genannt. Ihr seht ja echt, wie groß das hier ist. Nein, also ich besuche tatsächlich derzeit nur Locations in NRW. Ich hoffe, dass sich das dann bald ändert. Ne, ab Januar bin ich wieder mit dem Micha unterwegs und mit dem Rolf. Vielleicht kommt auch demnächst noch der Ralf dazu. Ne, die haben alle auch einen fahrbaren Untersatz. Wenn ich alleine unterwegs bin, fahre ich mit dem Zug. Und ihr wisst ja, Deutsche Bahn, auf dieses Unternehmen ist leider überhaupt kein Verlass mehr. Man kommt einfach nicht vorwärts. Ne? Selbst wenn ich unterwegs bin ohne Lost Place, brauche ich stundenlang, um von A nach B zu kommen. Es ist einfach traurig, was aus der Deutschen Bahn geworden ist. Es ist genauso traurig wie das, was aus dieser armen Schule hier geworden ist. Wo bist du gerade? Also ich bin in einer verlassenen Schule. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Und jetzt gehen wir mal darüber in dieses Gebäude. Dafür müssen wir jetzt einmal hier den Feuerwehrweg langlaufen. Und da muss ich mich ein bisschen sputen, Leute. Denn das Gebäude steht direkt da, wo die Anwohner wohnen. Und ich möchte nicht gesehen werden, weil halt wegen dieser ganzen Krawallmacher hier, ich glaube, wir können auch da lang gehen, werden die vielleicht jetzt ein bisschen wachsamer sein. So. Aber ich bin ja nicht ich, wenn ich nicht die Schleichwege kenne. Ich kenne diese Schule ja schon. Und das hat dann halt auch seine Vorteile, Leute. Und das ist halt, wenn ich wie heute neue Locations entdecke, wie diese, keine Ahnung, Fabrik oder Bahnhofsstellwerk, was genau das ist, kann ich euch gar nicht sagen, weil ich es ja nicht kenne, checke ich es ab. Und wenn ich dann sehe, ey, prima, klappt alles, dann zeige ich euch dieses Ding am Samstag. Ne, habe ich bei dieser Schule hier auch gemacht. Beim ersten Mal haben wir erstmal geguckt, wie der Empfang hier ist, was hier für Leute rumlaufen, und dann haben wir hier mal losgelegt. Ne? So, jetzt gucke ich mal eben, was ihr hier schreibt. Jo Leute, danke für die Geschenke, fürs Folgen. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen. So, das habe ich euch gerade gezeigt. Das auch. Das auch, das da hinten auch, das. Und da war ja jetzt die Turnhalle und die Schwimmhalle. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns jetzt hier über den Schulhof. Hoffentlich ist die Tür auf. Ja, weil dann werde ich nämlich nicht gesehen. Sonst muss ich nämlich hinten rein. Das ist immer scheiße. Da können einen die Anwohner sehen. Hier die Garagen der Lehrer. Hier ist übrigens die Feuerwehr reingekommen. Durch den Eingang hier. Das kann man auch richtig sehen. So. Leute, es ist eisig kalt. Alles zugewachsen. So. Ja. Jetzt ist es so. Das ist doch, nein, das ist nicht in Essen, und ich möchte dich darum bitten, keine Orte in den Chat zu schreiben. So. Mein Gott, Walter, diese arme Schule. Denn hier eigentlich? So. Oh, das war aber ein ziemlich großer Klassenraum.
Jo, guten Morgen zurück. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. Die Decke, die geht hier eigentlich tatsächlich noch, an manchen Stellen zumindest. Was ist das? Hier gab es sogar einen Babywickelraum. Das finde ich erstaunlich in einer verlassenen Schule. Guck mal. Ja, die Tür ist aber auch zu. Naja, wenn zu ist zu, so ist es dann halt. Gucken wir erstmal. Ach ne, Tür ist zwar zu, aber hier ist es offen. Also könnt ihr ja doch mal reingucken. Also hier wurden dann damals die Säuglinge gewickelt. So, danke für die Geschenke, Leute. Danke fürs Teilen. Hi. Ey, Leute, hier war ich ja noch gar nicht. Guck mal. Ach nee, da sind schon wieder die Häuser der Anwohner. Dann gehen wir da jetzt auch nicht raus und suchen stattdessen mal das Treppenhaus. Das ist halt, ich war zwar in diesem Gebäude schon einmal, aber selbst beim ersten Mal habe ich dieses Treppenhaus nicht gefunden, bis der Michael dann gerufen hat, Hubi, ich habe das Ding gefunden. War wieder lustig. Ne? Aber mal gucken, ob ich das Treppenhaus finde, Leute. Oben gibt es nämlich noch richtig geile Graffitis. Jetzt heißt es erstmal, ihr kennt mich ja, ne? Wer sucht, der findet. Oder wie hieß das mal, da liegen schon wieder die Kabel rum von den Kabeldieben. Ist. So Leute, danke fürs Folgen, für die Geschenke. So, jetzt gucken wir mal, wo das Treppenhaus ist. Ne, hier waren wir gerade. Leute, jetzt geht's wieder los. Hubi und die Suche nach dem Treppenhaus. Das kann ja jetzt mal wieder heiter werden. Aber wir werden das Treppenhaus schon finden. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Deshalb suchen wir ihn. Ich glaube, hier war das aber nicht. Das sieht so dunkel aus. Wir gehen aber trotzdem hier mal rein. Auch wo es dunkel ist. Kann man ja mal. Ah, da ist das Treppchen. Ja, ich habe es gefunden, Leute. Kaum zu glauben. Ich habe das Treppenhaus gefunden. Hier, guck mal hier. Da hat sich so ein Depp sogar noch verewigt. Kabeldieb aus Leidenschaft. Ja, und hoffe, dass du dann, wenn du irgendwann in einer Zelle sitzt, mal darüber nachdenkst, was du da eigentlich angerichtet hast. So, jetzt habe ich erstmal die Treppe gefunden, Leute. Das finde ich immer gut. Ich habe ja gesagt, ne, wer sucht, der findet. So, hier oben gibt es nämlich so einen Schleichweg. Hoffentlich finde ich den auch wieder. Der führt ins Nachbargebäude. Da könnte ich nämlich sonst mit euch gar nicht rein, weil der direkt neben dem Wohnhaus steht und ich dann gesehen werde von außen. Wenn ich aber jetzt den Schleichweg finde, hier war übrigens damals die Küche oder Kantine der Schule. Hier wurden die Essen zubereitet für die Kinder. Wo ist dieser Schleichweg? Wo war der? Ah ja, da ist er. Da haben wir ihn. Da muss ich jetzt durch, Leute. Es ist zum Verrücktwerden, aber so ist es leider. Weil das ist der einzige Weg hier rein, ohne gesehen zu werden. Das finde ich immer lustig. Lustig, lustig, tralalala. Aufpassen, dass man sich hier nicht den Hintern aufschneidet. So, wo ist eigentlich... Hier ist die... Ja Leute, jetzt fange ich wieder an zu basteln. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht, ne? Damit man sich hier nicht an dem Glas den Hintern aufschneidet. Einfach mal diese dicke Folie hier drüber und dann kann man hier durchklettern. Der Michael, der war da ratzfatz durch. Ja, ihr seht das ja hier, Verletzungsgefahr. Aber ich will ja nicht eben, machen wir schon. So Leute, das Bild wird jetzt mal ein bisschen wackeln, aber ich muss hier rein. Das ist nämlich einer der geilsten Schulräume, die es gibt. Also, ihr seht ja, ich habe es geschafft. Und das ist echt nicht leicht, Leute, mit meinem dicken Hintern durch so eine enge Luke zu kriechen.
So, aber jetzt sind wir drin. In dem absolut geilen Gebäude mit richtig geilen Graffitis. Guckt euch das mal an hier. Dafür lohnt es sich auch mal ein bisschen zu klettern. Danke für die Geschenke und danke fürs Folgen, Leute. Wer einen Screenshot machen möchte, kann das jetzt gerne tun. Dann gehen wir zum nächsten drüber. Das ist richtig mega, Leute. Absolut richtig geil. Ich liebe sowas. Und da sage ich auch nichts. Ne? Das ist für mich kein Vandalismus, das ist schön. Ne? Vandalismus ist eher das hier. Ne? Das ist der Hammer. Und das Gute ist, dass man hier in das Gebäude zum Glück jetzt auch mal rein kann. Und geht halt leider nur hier. Und die haben das damals, das seht ihr ja, mit dieser Regipswand zugemacht, damit man hier nicht rein kann. Weil du kannst auch außenrum, dann wirst du aber von den Anwohnern gesehen. Ne? Ich weiß nicht, ob die was sagen, das weiß ich nicht. Nur ihr wisst ja, ne, durch das Feuer, was hier gelegt wurde, könnte es natürlich sein, dass die ein bisschen aufpassen. Hier kann man raus, aber das machen wir jetzt noch nicht. Wenn ich aber da jetzt langlaufe, können die mich da sehen. Da sind Wohnhäuser da vorne auf dem Hauptweg. Das ist halt immer so ein Problem. Hier haben sie den ganzen Boden geklaut. Verstehe ich nicht sowas. Aber hier sind wir noch nicht durch, Leute. Da hinten ist noch ein richtig schönes Graffiti. Guckt euch das an. Ich liebe sowas. Ja. Der Künstler war hier 2021. Der hat sich da unten verewigt. Finde ich auch schön. Die geben sich echt manchmal Mühe. Ja, nicht alle. Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Es ist auch tatsächlich so, dass ich heute das erste Mal am Wochentag in diesem Gebäude bin. Weil bis jetzt war ich tatsächlich nur am Wochenende hier mit dem Michael und einmal mit der lieben Nicole. Das ist jetzt das erste Mal, aber ich denke mir einfach, in der Woche ist es ruhiger und rennen nicht so viele Krawallbürsten hier rum. Ne? Nein, das ist nicht Essen-Krei und nochmal der Hinweis, wer Orte raushaut, wird beim zweiten Mal blockiert. So, jetzt müssen wir erstmal klettern hier. Ich habe halt immer, jetzt kann man sich hier gar nicht mehr festhalten gerade, Augenblick mal. Wir haben aber hier echt alles kaputt gemacht, ne? Das ist der absolute Hammer. So. Gut, gut, Leute. Dann klettern wir einmal ganz still und leise hier runter und latschen dann mal rüber ins nächste Gebäude. Ja, ich sag ja, hier gibt es 12 oder 13 leerstehende Gebäude. Da waren wir gerade drin. Hier gehen wir jetzt rein. So. Ja, ich kann euch das nicht sagen, warum man den Boden mitnimmt. Vielleicht konnte den einer gebrauchen und hat dann eben so Geld gespart. Leute, ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Keine Ahnung. Ich sag ja, die haben einfach alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. So, Leute. Falls der Ton mal irgendwie nicht mehr da sein sollte, müsst ihr mir das mal in den Chat schreiben. Weil manchmal durch die dicken Handschuhe blockiere ich manchmal den Lautsprecher. Oh, wie ist das schön. Hier ist noch eine Tür. Kaum zu glauben. Hier schon wieder eine kaputte Tür. Meine Fresse, ne. Schon wieder hier über den ganzen Unrat latschen. Wieso ist jetzt das Bild unscharf? Ach ja, da haben wir es wieder. Was haben die dort gemacht? Ja, Randale, Leute. Randale haben die hier gemacht. So, schaut mal, was ich meine. Seht ihr die Wohnhäuser da? Da sind die Wohnhäuser. Und deshalb will ich auch nicht gesehen werden, wenn man hier lang schleicht. Deshalb muss man halt immer mal Umwege latschen oder durch so ein kleines Loch kriechen, damit man in die nächsten Gebäude kommt. Die Gebäude waren ja teilweise alle miteinander verbunden, nicht alle. Hier ist auch noch so ein schönes Graffiti. Schaut mal.
Ja, weil ne, ich versuche immer ungesehen zu bleiben. Ist halt immer am besten. Gerade da, wo erst vor kurzem wieder mal Feuer gelegt wurde von irgendwelchen Bekloppten. Weil ich kann einfach irgendwann nachvollziehen, dass die Anwohner die Faxen dicker haben. Ne, das ist einfach so. Wenn ich in der Nachbarschaft wohnen würde, wo dauernd Randale ist, dann würde ich da irgendwann auch mal am Rad drehen. Ne? So, aber ich mache halt keinen Krawall. Stattdessen zeige ich euch das einfach nur. So, hier gehe ich jetzt nicht rein, obwohl die können mich gar nicht sehen. Die Sonne, die blendet gerade sowieso. Die Fenster sind eh nicht mehr so richtig, ja, kann man eh nicht mehr richtig durchgucken, also können die auch nichts sehen. Das ist jetzt hier das Gebäude, was am ja, nähersten liegt zur Straße. Ja, hier kann man noch erkennen, 2017, Leute, schaut mal. Hier, 2017 muss hier noch irgendwas gewesen sein in dem Gebäude. Aber das Gebäude selber, also die Schulgebäude oben, sind länger zu. Vielleicht war dieses Gebäude hier noch ein bisschen länger in Betrieb. Kann sein. Aber 2017 ist jetzt noch nicht allzu lange her. Und trotzdem seht ihr hier alles kaputt. Ne? Einfach schade. So. Asbest, ja, das habe ich auch schon hinter mir. Ich war ja mit euch längere Zeit in diesem verlassenen Altenheim unterwegs, das jetzt abgerissen wurde. Da war ja auch Asbest freigesetzt, da habe ich immer eine schöne Schutzmaske getragen. Dann geht das durch diese Asbestfasern, aber hier mache ich mir da jetzt keine Sorgen drüber. Hier sind zwar ja immer mal wieder Deckenteile und sowas kaputt, aber das ist harmlos. Ne? Hier drinnen stinkt es nicht, hier ist soweit alles in Ordnung. Da habe ich schon ganz andere Locations erlebt. Ne? Wie jetzt dieses verlassene Siemens-Gebäude, das ich euch am Dienstag gezeigt habe. Da haben die ja in manchen Räumen einfach überall hin ja, ihre Geschäfte gemacht. Da hat es gestunken in manchen Ecken, das war echt nicht auszuhalten. Da ist das hier echt harmlos. Ja, machen wir mal hier. Diese Feuerschutztüren, die sind echt schwer aufzukriegen. Oh. Ich bin in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. So. Ja, Spaß mache ich natürlich auch zwischendurch mal, sicher. Jetzt Kinder, diese Feuerschutztüren. Es ist gar ein bisschen dunkel hier. So. Hier haben sie die ganze Decke rausgerissen, die Kabeldiebe und Wasserrohrdiebe und alles, was hier war. Echt erstaunlich, dass die Anwohner sowas nicht mitkriegen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Seht ihr, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, das ist der Eingang, dann kann man natürlich aus den Häusern mich da auch sehen. Und deshalb mache ich das natürlich auch nicht, selbst wenn es die Anwohner nicht interessiert. Aber die Gegend hier kenne ich halt nicht so gut wie manche anderen Gegenden in Locations, wo ich schon war und mit den Anwohnern persönlich ja, gesprochen habe. Ne? Weil die meisten sind echt nett und die verraten einem auch einige Informationen zum Gebäude. Das finde ich immer richtig gut, weil im Internet findet man das nicht. Ne, weil viele Locations werden rausgenommen aus dem Netz, damit die eben nicht ja, zerstört werden. Ne? Was ich auch richtig finde. So. Leute, hier steht noch ein schöner Stuhl. Wer kann noch einen schönen Stuhl gebrauchen? Den verscherbel ich jetzt hier für 1,50 Euro. Vielleicht kann ihn ja einer gebrauchen. Nein, Spaß. Ne? So. Mein Gott, Walter. Egal welches Schulgebäude man betritt auf diesem riesigen Gelände, Zerstörung sieht man echt überall. Ja, das kann sein, dass das so ist. Ja, du hast recht, das ist tatsächlich ein Gebäude,
in dem damals die Lehrer gewohnt haben. Richtig, bitte schreib aber auf keinen Fall in den Chat, wo sich dieses Gebäude befindet. Hier sind die Briefkästen. Ich gebe dir 4 Euro für den Stuhl. So Leute, wir gehen jetzt mal raus hier. Das ist der absolute Hammer. So. So Leute, jetzt schleiche ich mich mal ganz schnell. Weil da waren wir ja jetzt drin, da brauchen wir halt nicht nochmal rein. Jetzt gucke ich mal, dass da keiner guckt. Das ist schon mal gut. Bei dem Anwohner da vorne ist sogar der Rollo runter. Dann werde ich jetzt mal einmal ganz schnell hier rüber jumpen und dann hier durch das Tor verschwinden. Dann brauche ich nämlich jetzt nicht wieder durch die enge Luke klettern. Ja. Und zack, sind wir hier. Weil jetzt kommt das nächste Gebäude. Das ist auch ziemlich interessant. Da sind auch ein paar schöne Graffitis. Könnt ihr euch jetzt mal angucken. Ja, das ist ein Schmuckstück, was jetzt kommt. Ich hoffe, die Graffitis sind noch da und nicht übermalt. Es gibt ja manchmal so Leutchen, ne, die machen ein schönes Graffiti mit ihrem eigenen dann wieder kaputt. So. Aber Leute, da ist es. Es ist noch da. Na, wer von euch kennt den Film? Ne? Den Film, den ich übrigens sehr gerne gucke, habe ich auf DVD. Da gibt es aber verschiedene. Es gibt ja diesen Freitag der 13. und Jason und wie die nicht alle heißen. Ne? Diesen Halloween. Ich glaube, der ist das hier aus dem Halloween-Film. Schreibt mal in den Chat. Nein, das ist nicht in Duisburg. Und nochmal, keine Orte in den Chat schreiben. Beim nächsten Mal gibt es eine Stummschaltung. So. Michael Meyer, genau, den meine ich aus dem Halloween-Film. Eine richtig geile Location. Ich finde es schön, solche Sachen. Wenn sich die Künstler mal richtig Mühe geben und vor allen Dingen, wenn es dann nicht wieder übersprüht wird. Ist auch cool hier, ne? Der Telefonhörer. Klasse. Leute, hier kommt noch ein geiles Graffiti. Nochmal der Hinweis, keine Orte in den Chat, beim nächsten Mal ist Ende. So, ich habe jetzt den ersten aus dem Chat geschmissen, wer jetzt noch einmal Orte raushaut, dem ereilt leider das gleiche Schicksal. Leute, lasst es bleiben, keine Orte in den Chat. Um die Locations zu schützen. So. Der ist auch cool. Das könnte wieder ich sein hier. Guckt mal. Ne? Das bin ich. Wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe und mal wieder Probleme mit meinen Ohren habe, dann bin ich auch genauso wie der hier. Schlecht gelaunt. Da gucke ich auch immer so. Naja, mein Gott, ein bisschen Spaß muss man ja aber auch mal haben hier am frühen Morgen. Ne? Hast du dich mal... ja, habe ich tatsächlich. Da ich war vor 2 oder 3 Wochen, ist das jetzt her, in einem verlassenen Krankenhaus. Und wer kam da vorbei? Der liebe Joey von lostplace.de, der hier auch gerade bei mir im Chat ist. Der hat mich auch tatsächlich erschreckt. Aber nach kürzester Zeit, so, ich habe, glaube ich, 2 Minuten gebraucht, bis ich geschaltet habe, da wusste ich, wer das ist. Aber erstmal tatsächlich habe ich mich erschreckt. Ist ja auch normal, wenn da jemand so ein bisschen piepst. Ne? Das hat aber Spaß gemacht. Das ist ein ganz lieber,
Ne? Aber der kann mich jetzt natürlich nicht mehr erschrecken, weil ich natürlich immer, ja, wenn ich in dem verlassenen Krankenhaus unterwegs bin, damit rechne, dass er mal vorbeikommt auf ein Schwätzchen. Ich finde den cool. Ne? Alles super, Leute. Das ist auch nur Spaß. Das macht keiner einfach so, um mich zu ärgern. Man muss auch Spaß haben. Ne? Ich mache das ja auch. Ne? Wenn ich jetzt weiß, wo jemand ist, den ich persönlich kenne, dann gehe ich da auch mal hin und mache die gleichen Faxen. Warum auch nicht? Ein bisschen Spaß gehört dazu. So. Das sieht aus wie eine Sammelzelle. Was? Das hier? Ja. Nee. Dann wären hier ein paar Gitter am Fenster. War ja vor kurzem, war ich ja mit euch mal in so einer verlassenen Schule. Da wurde ja auch diese Serie der Lehrer gedreht. Da habe ich tatsächlich eine Gefängniszelle entdeckt. Die wurde aber tatsächlich in die Schule eingebaut, damit dieser Lehrer, der da gedreht wurde, irgendwie für RTL oder RTL 2, ich weiß halt gar nicht mehr, wo das gelaufen ist, wenn die Schüler wohl nicht brav waren, wurden die in die Zelle gesperrt. Oder es kann auch sein, dass dieses Gebäude neben der Lehrer noch für irgendeine andere Serie, für die RTL-Show da benutzt wurde. Ja, und kaum steht die Schule leer, Leute, ne, seht ihr, was daraus wird. Also es ist genauso wie hier. Guten Morgen, Nicole. Ja, RTL ab, richtig, und RTL, richtig, ja, der Lehrer oder sowas ähnliches, ne. Ja, der wurde da gedreht und da gab es diese Gefängniszelle. Da habe ich mich auch erst gefragt, was macht eine Gefängniszelle in einer Schule? Ja, dann ist klar, durch die Serie eben, ne. Ach ja, war auf jeden Fall eine wirklich schöne Location, werde ich bestimmt irgendwann nochmal hinfahren. Wir schauen mal, wir lassen uns überraschen. Das hier ist eine verlassene Schule in Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben, um das Gebäude zu schützen, da hier erst vor 2 Wochen Feuer gelegt wurde und die Turnhalle in Brand gesetzt wurde. Ja, ich bin jetzt auch gleich, das dauert noch ein paar Minuten, dann sind wir hier durch. Also das hier war tatsächlich mal eine Schule für behinderte Kinder, also für gehörlose Kinder. Und hier war aber auch, was war das nochmal, ein Gymnasium? Oder nee, stimmt nicht. Wie hieß das Ding denn jetzt nochmal? Internat, genau. Ein Internat war hier drin, Leute. Und ja, bis 2011 und eben 2017. So, jetzt könnt ihr euch dieses geile Graffiti hier nochmal angucken. Es ist einfach eine richtig geile Location. Ja, diese Schule hier ist groß. Hier gibt es 13. Mir hat sogar mal einer geschrieben, es gibt 18 Gebäude. Aber das kann eigentlich nicht sein. Also bis jetzt habe ich 12 Gebäude gezählt. Aber vielleicht gibt es hier tatsächlich auf diesem riesigen Gelände noch Gebäude, die man einfach noch nicht entdeckt hat. Das ist einfach so, Leute. Man kann nicht alles auf einmal entdecken. So, hier gehen wir jetzt wieder raus. Hier nochmal dieses schöne Graffiti. Und wir verabschieden uns von Michael Myers für heute. Michael Myers, mach es gut. Du bist ja eh immer schlecht gelaunt, das weiß ich ja. Ich liebe diesen Film, Leute. Ich liebe diesen Film. Es gibt nichts Besseres als Filme mit ihm oder eben der andere. Freitag der 13., den kennt ihr ja bestimmt auch. Habe ich auf DVD, gucke ich mir einmal im Jahr an. Ne? Das Schöne ist immer, wenn ich dann eine Bekannte bei mir zu Hause habe, die guckt mit. Sobald es losgeht, fängt die immer an zu schreien. Ich sage, halt die Klappe, lass mich den Film in Ruhe gucken, weil die sich immer erschreckt, wenn der Film läuft und der dann loslegt. Ne? Ist schon lustig. So. Ja, Leute, ihr seht das ja, wie kalt es ist. Ne? Guckt mal hier. Ne? Das ist der Hammer. Danke für die Geschenke. Danke fürs Folgen, Leute. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. Ich muss mal eben gucken. Da meldet sich gerade meine Bekannte. Aha, okay. Ist immer lustig alles. Ne? Ja. Die schreibt gerade,
konnte ich gerade kurz sehen. Die schreibt gerade über WhatsApp hier. Was machst du schon wieder in der Schule? Bist du die Lehrer am Ärgern? Ja, natürlich, das weißt du doch. Aber ich habe die Lehrer noch nicht gefunden. Die haben sich alle aus dem Staub gemacht. Ich glaube, Leute, ja, wir gehen einfach hier vorne an den Gebüschen entlang. Da können die mich nämlich aus dem Wohnhaus hinter mir nicht sehen. Dann machen wir das einfach hier. So. Das ist der absolute Hammer. Vor allen Dingen die Location, die ich jetzt heute entdeckt habe auf dem Weg hierhin, weil ich heute mal eine andere Verbindung genommen habe. Absoluter Hammer, Leute. Das sieht aus wie eine Fabrik, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Gucke ich mir morgen an. Wenn das Ding zugänglich ist, werde ich euch die Samstag zeigen. Da freue ich mich drauf. Ne? Einfach immer, jeder Lost Place erkennt das, Augen aufhalten, wenn man unterwegs ist. Nicht mit dem Handy spielen, sondern einfach mal aus dem Fenster gucken. Dann entdeckt man diese Sachen tatsächlich auch. Und ja, hat dann auch Freude, sich wieder mal was Neues anzugucken. Mir wäre das egal, mich sehen würde. Ja, das ist mir in tatsächlich manchen Locations auch egal. Hier aber, bei dieser Location, hat es vor 2 Wochen gebrannt, als ich mit dem Michael hier war. Da ist die Feuerwehr gerade abgerückt, als wir hier ankamen. Ne, weil die ja hier die Turnhalle in Brand gesetzt haben, die Bekloppten. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die Anwohner jetzt etwas besser aufpassen. Leute, und ihr wisst ja, nicht nur hier hat der Kriminelle Feuer gelegt, sondern auch da. Da hat es ja auch drin gebrannt in dem Gebäude. Und da oben ist auch schon wieder das Tech von Mr. T. Also hier ist er auch gewesen. Ne, für alle die, die jetzt erst dabei sind, ich zeige euch das jetzt nochmal hier. Hier ist die Turnhalle. Hier könnt ihr noch die Absperrung von der Feuerwehr sehen. So, Augenblick. Jetzt fällt mir doch schon wieder glatt hier das Telefon runter. Augenblick, Leute, ich muss wieder klettern. So, schaut mal her. Hier wurde das Feuer gelegt. Das ist jetzt gerade 2 Wochen her. Und hier, die Feuerwehr hat hier die ganze Nacht bis 7 Uhr morgens gekämpft, um das Feuer auszukriegen. Ihr könnt euch mal bei mir auf TikTok und auch bei YouTube ein Video angucken, da aus dieser Halle hier. Da war das noch nicht. Und das ist einfach zum Kotzen. Ich weiß einfach nicht, was sowas soll. Und ich habe auch keinerlei Verständnis für sowas. Ne? Also für alle die, die das eben am Anfang nicht gesehen haben. Genau aus diesem Grunde werden Orte nicht bekannt gegeben. Und auch Orte, die ich jetzt neu bekomme, werde ich mir erstmal persönlich angucken. Und dann gebe ich diese Orte auch nur an die Leute weiter, die ich persönlich kenne. Und nicht anders. Das hat einfach seine Gründe. Ne? Weil ihr seht ja, was passiert, wenn man Leuten Adressen gibt, die man persönlich nicht kennt. Ne? Und dann passiert eben sowas hier. Da kommt dann eben sowas bei raus. Und das muss man eben verhindern. So, wenn wir eh schon einmal hier sind, gehen wir nochmal ins Schwimmbad. Vielleicht waren ja wieder welche nicht dabei eben. Kann ja sein. So, zeige ich euch die schöne Schwimmhalle nochmal. Vielleicht hat ja mittlerweile der Hausmeister die Heizung angemacht und das Wasser ins Becken gelassen, damit ich mich endlich mal aufwärmen kann und eine Runde schwimmen kann. Wir schauen mal, aber nein, der Hausmeister war immer noch nicht da und hat hier aufgeräumt. Nee, einfach schade. Trotzdem, Leute, eine richtig geile Location ist das. Ne? Vor allen Dingen eine richtig große Location. Ne, hier die Fenster, die waren, als ich das erste Mal hier war, alle in Ordnung. Da war nichts kaputt. Da konnte man die ganzen Graffitis noch sehen. Ja, das ist echt eine geile Location, aber leider auch eine ganz schön ramponierte Location. Das ist auch cool. Was guckst du? Oh.
So 50, wann fährt der? Jetzt muss ich wieder. Ich muss mal mehr so. So, hier eine Toilette. Meine Güte, ne. Guckt euch das mal an hier. Das kommt eben dabei raus, wenn die Falschen hier in dem Gebäude unterwegs sind. Ja, und wer von euch Lost Placer ist, und es gibt ja tatsächlich einige, die mich schon mal anschreiben und fragen, ob sie mitkommen können. Ja, das ist immer so eine Sache. Wenn ich die Leute nicht kenne, möchte ich die natürlich erstmal persönlich kennenlernen. Dann kann man da gerne drüber sprechen. Also ihr könnt mich gerne privat anschreiben. Aber bevor ich jemanden mitnehme, muss ich den erstmal persönlich kennenlernen, um zu wissen, ne, wer die Person ist. Könnt ihr ja hoffentlich auch nachvollziehen, weil ich möchte keinen hier Adressen geben, der dann hier alles kaputt macht. Ihr seht ja schon jetzt, wie das hier aussieht. An einem Anfang meiner Lost Place Zeit, ich habe ja auch mal klein angefangen, ne, da war ich auch noch ein Depp und habe mal den Ort verraten, bis ich dann den lieben Chris kennengelernt habe, der mir dann gesagt hat, wie das funktioniert, und seitdem ist das einfach so, dass nichts mehr verraten wird. Denn wenn man erstmal die ersten Locations kennengelernt hat und man sieht, wie die aussehen, dann versteht man auch, warum man die Orte nicht verrät. Ja, ich habe auch mal klein angefangen, Leute, mit einer Location, die ich entdeckt habe, und da habe ich auch noch die Stadt genannt. Das mache ich heute nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ne, das ist halt, wenn man erstmal anfängt, ne, und dann keine Ahnung davon hat, dann macht man auch Fehler. Davon ist niemand frei, jeder hat seine Fehler, aber man sollte sie dann halt auch zügig abstellen. Und das habe ich auch gemacht, nachdem ich die zweite Location kennengelernt habe, die dann so aussah wie diese hier. Und mir der liebe Chris dann gesagt hat, Hubi, Orte darf man niemals bekannt geben an niemanden, den du nicht persönlich kennst. Und dabei bleibt es bis heute. Und ich hoffe, wenn ihr das hier seht, dass ihr das auch versteht. Ne? Aber das ist alles schon lange her, Leute. Hier könnt ihr noch mal so einen eingerichteten, schönen Klassenraum sehen. Wieso liegen hier eigentlich überall, seht ihr das? Hier liegen überall Müllbeutel rum. Hier, überall Müllbeutel, Leute. Ja, ich bin fast jeden Tag unterwegs, Leute. Tatsächlich nutze ich die Zeit, wenn es mir gut geht. Ihr wisst ja, dass ich unter Long-Covid leide. Und da passiert es halt immer mal wieder, dass meine Ohren kaputt sind. Und wenn das erst auftritt wieder, das habe ich die ganze Zeit, aber es ist halt erträglich, dann mache ich natürlich auch was, um die Zeit zu nutzen. Ne? Einige haben mich mal gefragt, warum hier eigentlich in der Schule das Licht an ist. Hier ist kein Licht an, auch wenn das so aussieht. Das sind keine Lampen, das ist einfach die Decke. Da ist ein Fenster drin. Ne? Weil ich habe echt mal eine Anfrage gekriegt, warum ist die Schule kaputt, aber da brennt noch Licht. Nein, Leute, das sieht nur so aus, als wenn hier Licht an ist. Ist es aber nicht. Ne? So. Ja, ich zeige euch am besten hinten nochmal. Dann gehen wir aber hier lang, damit ich nicht von diesen Anwohnern wieder gesehen werde. Ich finde das immer cool, wenn man Schleichwege kennt. Dann braucht man auch nicht draußen langlatschen, aber hier Notausgang freihalten. Ach ja. Guck mal hier, eine schöne Gardine. So. Oh Mann. So. Immer diese, ja, ich kenne die Anwohner hier leider nicht, Leute. Und dadurch, dass es hier erst vor 2 Wochen gebrannt hat, könnten die vielleicht ein bisschen, ja, empfindlicher geworden sein. Ich kann das aber auch verstehen. Ne, deshalb nutze ich dann halt diese Wege hier, ohne gesehen zu werden. Schaut mal. Hier. Knaben. Hattet ihr das damals bei euch auch in der Schule? Heute gibt es das nicht mehr. Heute gibt es, glaube ich, nur noch WC-Jungs, WC-Mädchen
Aber in meiner Schulzeit war auch das an der Tür zu lesen. Knaben. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ne? Die Knaben, ne? Ja, ich finde das cool. Ich liebe die alte Zeit. Ne? Meine Schulzeit war ja in den 80er Jahren. Und die 80er und 90er fand ich tatsächlich waren die besten Jahre. Und ja, also wenn es nach mir persönlich geht, können diese Jahre auch gerne wieder zurückkommen. Denn die Zeit, in der wir jetzt leben, die ist sowieso einfach nicht schön. Und deshalb finde ich es dann einfach besser. Wir machen mal einen Zeitsprung zurück nach die 80er. Aber gut, dann gibt es natürlich keine Handys. Ne? 80er und 90er Jahre waren die Telefonzellen unserer Handys. Kann ich mich noch dran erinnern. Fasse dich kurz, war dann drin zu lesen. Und wenn du zu lange in der Telefonzelle gehockt hast, da war schon draußen einer nervös und am Rumklopfen. Das waren noch Zeiten, ey. Leute, das sage ich euch, da war die Welt noch in Ordnung und nicht so bekloppt wie heute. Ne? So. Ja, das ist in NRW, das ist richtig. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. So, Leute. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ihr habt jetzt tatsächlich alles gesehen hier von diesem riesigen Gelände. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich denke mal, morgen werde ich mal kein Lost Place machen, weil ich will morgen mal zwei Locations, die ich entdeckt habe, erstmal ja, besuchen und abchecken, wie man da reinkommt, wie der Notausgang ist und sowas. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder zwischen 10 und 11. Sollte ich morgen doch kommen, dann ist es auch zwischen 10 und 11, wenn nicht, dann am Samstag. Auf jeden Fall zwischen 10 und 11 gibt es eine verlassene ja, Fabrik. Wenn es eine ist oder was auch immer das ist, werdet ihr ja dann sehen. Ja, jetzt muss ich erstmal die Handschuhe ausziehen, damit ich das live beenden kann. So Leute, danke fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns entweder morgen zwischen 10 und 11, wenn nicht, sehen wir uns Samstag zwischen 10 und 11 auf jeden Fall. Und auch am Sonntag gibt es Lost Place. Da steht die Uhrzeit aber noch nicht fest. Wenn ich morgen live komme oder Samstag, wie immer, ich gebe das immer eine bis anderthalb Stunden vorher hier bekannt, damit ihr wisst, wann es losgeht. Macht's gut, Leute. Danke für die Geschenke, fürs Teilen, fürs Folgen, für alles und tschüss, bis dann.